So, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Embroke und das ist Embrokes Daily Roundup. Ja, wie gesagt, ich bin immer noch ein bisschen erkältet, immer noch ein bisschen verschnupft, verkopfschmerzt und so weiter und so fort. Ja, wir gehen aber direkt mal hier ins Spiel rein, mal zünden wieder ein paar Sachen mit euch gemeinsam, werde ich heute anzünden. Tee immer noch ohne Schokolade. Mal gucken, was wir heute Schönes abfackeln können. Ja, was ist heute passiert? Ich bin halt immer noch krank zu Hause, werde auch noch den Rest der Woche krank zu Hause sein. Zum einen ist es mit Sicherheit für mich sehr gut, dass ich mich mal wirklich mal erholen kann, weil das ganze Zeug aus mir rauskommt mal quasi. Aber an sich, ja, what should I say? So, was haben wir? Wichtige Wettermeldung. Leute, es bleibt weiterhin kalt. Der Schnee wird dichter und dichter. Jeden Tag ist kälter als der vorherige. Das kann nicht ewig so weitergehen. Hehehe. Also macht ein schönes Feuer und haltet euch warm. Hehe. Meldung vom Wetterballon. Über den Rauchwolken. Über der Stadt. Der Wettermann. Okay. See ya, Wettermann. Hier, ich mach's deine. Wir haben gleich ein bisschen aufhellen lassen. Ja, ihr merkt schon. Ich gebe mir jetzt für dich auch noch meine Stimme während der Aufnahme hier. Achso, ich muss ein paar neue Sachen bestellen. Was haben wir denn hier nicht bestellt? Ihr müsst da noch irgendwas freischalten. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, wie wir das Ganze freischalten. Das heißt, irgendwas mit TV und schätze mal, Popcorn könnte dazu passen. Das heißt, wir nehmen einmal mal den. In den Fernseher hätte ich gleich mal vorweg machen sollen, dieses Ding hier und schauen mal, dass wir hier nochmal so eine krasse Kombo irgendwie hinkriegen. Spinne! So. Ja, ihr werdet heute gesehen haben, dass es heute Morgen ein neues Gaming in the Morning gab und zwar habe ich, wie heißt das doch gleich? Left 4 Dead 2 angetestet zum ersten Mal, dachte so, das wäre eine ganz gute, sinnvolle Sache, um Gaming in the Morning zu erweitern, neben COD und Chivalry Medieval Warfare. Es gibt übrigens eine, wenn ihr das Video anschaut von heute Morgen, könnt ihr dann, habt ihr die Chance, dort eine Version von Left 4 Dead zu gewinnen. Ich werde es hier, warte mal, können wir es sagen, ich werde es hier oben nochmal in die Ecke, werde ich es nochmal reinsetzen, dass ihr da nochmal reinklicken könnt, um nochmal teilzunehmen, weil, wie gesagt, läuft nur noch bis, ja, morgen ungefähr 6, 7, 8 Uhr, wann das neue Morning hochgeladen wird. Dann wird auch der Be Gewinner bekannt gegeben. Ja, so, dann, was noch wichtig so? Wichtig ist, ich müsste ein bisschen meinen Hexer gerade leveln, ich muss den PvP fertig machen, weil, ja, die neue Saison heute begonnen hat. Ich bin jetzt mit meinem Hexer kurz vor 84. Monk wird immer noch weitergelevelt, aber das wird ja Let's Played. Das heißt, es ist unabhängig davon. Und ich weiß nicht, ob ich einen Monk irgendwie im PvP spielen werde. Es wird sich dann halt mit der Zeit zeigen, wenn ich dazu komme, den Monk halt auch noch auf Level ja, 90 quasi nachzuziehen. Dazu könnt ihr mir übrigens mal helfen, falls irgendeiner auf einem sehr unterbevölkerten Server sich rumtreiben sollte, der ja, wo eigentlich wirklich nichts los ist, wo man auch mal die Möglichkeit hat, einen Rahmob irgendwie sich an Land zu ziehen. Wäre es auf jeden Fall sehr cool, wenn ihr mir mal Bescheid sagen würdet, weil ich bin halt auf der Suche nach dieser 300% Level Flask. Also wenn irgendeiner einen Server hat, wo wirklich nichts los ist und der mich da vielleicht mal über die Battletex halt inviten kann, schreibt es halt mal in die Kommentare, lasst mich halt mal wissen. Ja, wäre sehr cool, wenn ich da mal vorbeischauen könnte bei euch auf dem Server, um da diese Sache ja freizuschalten, rauszuholen. Und diesen Mob halt zu looten. Ja, an sich versuchen wir jetzt halt hier mal eine Combo hinzukriegen. Hier ein Fernsehgerät und einen schönen Maiskolben. Man sieht sogar in Maiskolben, man fernseht sogar den Fernseher. Coole Sache das. Okay, dann ziehen wir das mal an hier alle. Oh, war da fast zu erwarten. Wenn es Popcorn gibt und ein Fernseher gibt, dann gibt es einen schönen Filmabend. Herrlich. So. Geld haben wir auch genug. Jetzt können wir uns, glaube ich, auch den neuen Katalog bereits bestellen. Kostet uns 75. Dann haben wir hier wieder Waschbärstoff. Hier, her damit. Was haben wir hier? Heizgebläse. Trocken, was? Trocken Holz und Heizgebläse? Hm.
Dann haben wir hier ein Eichhörnchenpfeife. Sieht sehr interessant aus. Zerbrechliche Glühbirne. Gibt's auch eine unzerbrechliche Glühbirne? Ich weiß nicht so genau. Okay, haben wir erstmal reichlich bestellert hier. Fahren wir mal zurück. Wir können auch jedes erweitern. Das müssen wir dann bezahlen. Okay, 30. Zahlen wir einfach mal. Zahlen wir nochmal 30. Oh, 100 schon. Okay, so packen wir mal den ganzen Kram aus. Der Fernseher brennt ja immer noch. Ein schönes Kerblech wäre auch nicht schlecht jetzt hier mal. So, ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, wenn einer irgendwo Platz auf dem Server irgendwie kurz auf mich hat und mich über Battletech inviten kann, dass ich da meine Rahmenmobs mal abfarmen kann, wäre das auch sehr, wäre ich dafür sehr dankbar, weil damit kann ich meinen Monk dann quasi noch schneller leveln, von Level zumindest 80 bis 85, weil weiter geht denn dieses Ding ja auch nicht. Ja, ansonsten eigentlich quasi war es das schon. Wir werden jetzt hier nochmal den. Oh, ist der süß. Guck mal. Oh, der guckt richtig süß. Der. Irgendwie will er nicht sitzen. Na komm. Ja. Warum eierst du so hin und her? Soll ich dir mal ein bisschen Feuer? Guck mal hier. Guck mal. Oh. Oh, ist ja auch gemein wie Sau. Oh. 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 Ja. Ja, das dazu. Und morgen wird es natürlich ganz klar wieder klassisch, wird es halt, wie ich schon erwähnt hatte, wird es halt wieder ein Gaming in the Morning geben. Und da wird halt auch der Gewinner von der Version Left 4 Dead bekannt gegeben. Also wie gesagt, nutzt die Zeit noch. Ich weiß nicht, sind bisher, glaube ich, zu dem aktuellen Zeitpunkt irgendwie 3 Kommentare da. Sind heißt in dem Fall 3 Teilnehmer, die wir haben. Finde ich ein bisschen schade, dass es so wenig sind. Aber wie gesagt, wenn halt mehr Leute sich nicht für dieses Spiel interessieren, dann ist es halt so. Aber wie gesagt, eigentlich normalerweise, wenn es was zu gewinnen gibt, geht man eigentlich davon aus, dass ja doch die Leute dann nicht so rar besät sind, wie sie in meinem Fall sind. Aber gut, wahrscheinlich habe ich dann von meinen paar Abonnenten, ich habe dann doch zu viele Karteileichen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sollen wir das auch noch anzünden? Da kommt es auch noch an. Wenn ihr vielleicht auch einen Vorschlag habt, mal. Erinnert mich irgendwie dieses Vieh ein bisschen an diesen. An das Eichhörnchen von Ice Age, glaube ich, ne? Ja. Ah, das ist ein totes Eichhörnchen. Oh, du hast bereits meinen zweiten Katalog gefunden. Wusstest du? Dein Little Inferno kommt mit einem gratis Einführungsvideo. In Liebe, Miss Nancy. Soll ich euch das Video mal so einspielen? Machen wir es einfach so, ich werde das Video ganz kurz dann hier mal einspielen, werde dann die Aufnahme dann hier auch beenden. Ja, weil mehr habe ich eh nicht zu sagen. Wie gesagt, nehmt einfach an dem Gewinnspiel teil, nutzt die Chance, die ihr noch habt. So, ich schmeiße wieder ein bisschen Geld raus, schmeißt Geld in eure Richtung. Das heißt, ihr solltet euch auf jeden Fall dafür ja, begeistern können, quasi. An sich, ja, wird es halt morgen wieder ja, das ganz normale Gaming in the Morning geben. Wenn ihr einen Vorschlag habt, was man für Gaming in the Morning irgendwie nutzen könnte als Spiel, ich möchte dann mehr so PvP-Spiele eigentlich nehmen, irgendwie, wo ich dann sagen kann, ich kann eine kurze Runde spielen, die dann so 15 Minuten, maximal 20 Minuten dauert, damit es halt nicht so in die Länge gezogen wird, alles morgens, weil ich muss halt aufnehmen, muss bearbeiten, muss es rendern, genauso wie dieses Video jetzt halt hier auch. Also wenn ihr eine Idee habt, lasst mich das auch in den Kommis wissen. Ja, ansonsten sage ich an dieser Stelle danke fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen schönen Abend, erholt euch gut, wir sehen uns morgen früh. Embroke, signing out. Und jetzt das Video zum Schluss. Hey, kids! Do you like toys? Yeah! You know what's more fun than playing with toys? Huh? Setting them on fire! With your new Little Inferno Entertainment Fireplace! Yeah! It's Little Inferno, it's Little Inferno just for me. I've got the fireplace that burns at 100 billion degrees. Shove them in the fire and breathe in the flaming potpourri. It's Little Inferno just for me. What I
thought playing with fire was dangerous. Well, you're right. But up out of your chimney, way up in the sky, it's been snowing for years, and we just don't know why. Our world is getting colder, but there's no need for alarm. Just sit by your fire, burn all of your toys, and stay warm.